Christian Dobritz am Wort. Christian Dobritz ist Jurist und Arbeiterkämmerer aus dem Burgenland, Sozialdemokrat. Sehr geehrte Frau Präsidentin des Rechnungshofes, Hohes Haus, werte Zuseherinnen und Zuseher, ich darf zum Tagesordnungspunkt 3 und 4 sprechen, zum Einkommensbericht, also zum Bericht des Rechnungshofes zum durchschnittlichen Einkommen der öffentlichen Wirtschaft des Bundes. Und Frau Dr. Kraker, das ist ein dicker Bericht mit 602 Seiten. Ich sage danke für 746 Arbeitsstunden. Aber gleichzeitig möchte ich diesen Bericht in das Plenum halten und klarstellen, 530.000 Euro kostet dieser Bericht, 1.000 Euro circa pro Seite. Und warum kostet er so viel? Weil der Rechnungshof bis heute noch die Meldungen von 800 Unternehmungen des öffentlichen Dienstes einholen musste und bisher nicht auf die Daten der Statistik Austria greifen darf. Wir wollen das schon lange, die Abgeordneten wollen das schon lange. Auch jetzt liegt ein Entschließungsantrag vor, wo klar und eindeutig erkennbar ist, dass auf diese Daten der Statistik Austria im Rahmen des Datenschutzes gegriffen werden soll, um schneller, rascher und auch billiger diesen Bericht machen zu können. Und ich denke, das ist die erste Forderung, die wir heute gemeinsam beschließen sollten, dass endlich auch im Interesse des Rechnungshofes und auch im Interesse des Nationalrates und im Interesse der Steuerzahler endlich dieser Bericht billiger gemacht werden kann, wenn diese Daten genommen werden. Und wenn ich den Blick hineinwerfe in die einzelnen Einkommen der 400 geprüften 452 Unternehmungen, dann muss eigentlich der Herr Bundeskanzler blass werden. Herr Kluppertmann, der Bundeskanzler ist nicht da, aber wenn der Herr Bundeskanzler im Jahr 316.000 Euro verdient und ich feststelle, dass es in diesem Bericht 54 Vorstandsmitglieder von Unternehmungen und Einrichtungen des öffentlichen Dienstes gibt, wo 25 Unternehmen mehr verdienen wie der Bundeskanzler, frage ich mich, ob der Bundeskanzler zu wenig Verantwortung hat, zu wenig arbeitet oder ob die mehr arbeiten und mehr Verantwortung haben. Also ich glaube, die Verhältnismäßigkeit im Bericht zeigt eindeutig, dass es in unserem Bereich Spitzenmanager gibt, die keine Obergrenzen haben und unendlich verdienen. Und ich möchte heute zwei hervorgreifen. Einer, das sind die Bundesforste. Wenn ich feststelle, dass vier Vorstandsmitglieder durchschnittlich 409.000 Euro verdienen, also um fast 100.000 mehr wie der Herr Bundeskanzler, ja, da kann irgendwas nicht stimmen. Das ist eine Schieflage. Das ist eine Schieflage, wenn die Mitarbeiter in den Bundesforsten AG aber unter dem Durchschnitt sind. Das heißt, wir haben momentan eine Situation, wo Spitzenmanager des öffentlichen Dienstes nachweislich weit drüber sind. Wo ist denn da die Zweckmäßigkeit dieser Bezugshöhe? Leider, Herr Kluppertmann, darf das der Rechnungshof nicht prüfen. Ja, eine gesonderte Gebarungsüberprüfung, aber im Zuge des Berichtes ist das nicht prüfbar. Und der zweite Fall ist die Post AG. Wir haben die Postzusteller, die das GPS haben, wo sie überall erkennbar sind. Und was verdient der Vorstandschef? 1,9 Millionen im Jahr. Und da geht es weiter. Und was sagt da die kleine zahnärztliche Assistentin mit 1.600 Euro brutto? Die versteht die Welt nicht mehr. Und ich sage Ihnen, das ist keine Neiddebatte. Wir fordern eindeutig die Begrenzung dieser Spitzenmanager. Wir fordern auch, dass diese Übergütungen und Vergütungen endlich einmal ökologisch und sozial auch eingesetzt werden. Und ich sage es Ihnen, auch in der Privatwirtschaft geht es gleich weiter. Wenn ich denke, dass in der Privatwirtschaft es Top-Manager gibt, die am 8. Jänner diesen Jahres um 11 Uhr das durchschnittliche Medianeinkommen eines Beschäftigten in Österreich verdient haben, in 8 Tagen, dann sage ich, das ist weit überhöht. Und da gibt es einen BAWAG-Vorstandschef, Anas Abasukak. Was verdient der? In einem Tag verdient der das, was durchschnittlich im Jahr die österreichischen Beschäftigten verdienen. Ist das gerecht? Ist das fair? Wir finden das nicht. Deshalb bitte Begrenzung der Obergrenzen, endlich Einführung eines Mindestlohnes, damit die Leute leben können. Wir brauchen eine Gesellschaft, wo nicht die Gierigen mehr werden, sondern diejenigen zum Wohle derer mehr bekommen, damit sie auch überleben können. Danke für die Aufmerksamkeit. Danke.